So, da ist die Ausfahrt. Yay, 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 yay. Wir haben sie entdeckt, genau. Endlich. So, und da schaue ich aufs Navi, schaut ihr, und dann sehe ich es auch. Ja. Einfach perfekt. Schaut der Dude einfach mal auf die Schiffsroute. Schiffsroute, lol. und will einfach die Schiffsroute entlang fahren. Alles klar. So, Linksverkehr gibt's hier nicht. Wir sind in Tunis, also noch nicht, aber wir sind auf dem Weg dorthin. Aber natürlich wollen wir erstmal unsere Fracht abliefern. Und ihr seht das. Das sieht hier einfach awesome aus. Einfach mega fucking awesome. Und da läuft gerade meine Musik. Ne? Mario ist am Start, Mario Musik läuft. Gut, komme ich an dem vorbei? Ne, der ist zu schnell, aber an dem komme ich vorbei. Hinter dem schönen McLaren. Go, go, go. Also Mercedes. Und hier ist nur 70 erlaubt. Das wundert mich ein bisschen. Sieht aus, als könnte man hier 300 Sachen pacen eigentlich. Wie gesagt, ich weiß nicht, ob der Takt passt, aber das werde ich dann sehen. Schöner Sportwagen, by the way. So, und wir müssen noch fahren 17 Minuten. Richtig, also ne, die Tour auf unserem Schiffchen war echt ganz schön lang. Das hat uns natürlich viel Zeit abgenommen, das freut mich. Spur wechseln, denn wo müssen wir hin? Warte, da, Navi, okay. Das sieht aus wie eine, oh, 80er Schild, auch schief und schepp. Okay, hier ist eine Ausfahrt, aber mehr nicht. Hier könnte man vielleicht noch mehr in dem Kartenabschnitt hinzufügen, wie ich finde. Also, dass man da quasi noch runterfahren könnte, irgendwo anders dahin. Wieso nicht? Schicker Bus. Hier ist nur 60 erlaubt. Oh Mann. Ich bin sogar viel zu schnell. Verdammt, wo war der Blitzer? Shit. Zu viel dazu. Naja, egal. 40er-Zone war hier nur erlaubt und wir müssen nach links. Und hier sieht es richtig gemein. Da kommen die Autos von unten hoch. Voll schwer zu sehen, ey. Naja, der lässt uns, ne? Ja, gut. Das ist ein guter Dude. Der lässt uns vorbei. Das nehmen wir natürlich an. So, und da müssen wir hin. Und dann, wo ist die Stadt? Das ist ja keine Stadt, das ist ja so eine einzelne Stelle. Oh, da hinten ein Flugzeug. Ganz rechts in der Kamera war oben zu sehen. Nice, cool. Der war ganz schön tief. Und überall Palmen im Hintergrund. Das ist, wir sind so gesehen in Tunesien. Wieso auch nicht? Naja, liefern wir erstmal die Fracht ab und gucken, wie viel 1% Schaden uns abgezogen hat. Ich hoffe nicht zu viel. Hier könnte ich jetzt eigentlich den Auftrag mit der Enter-Taste, also mit der Eingabetaste abgeben. Dann würden wir eine Errungenschaft freischalten. Machen wir aber, wie gesagt, irgendwann mal bei einem etwas, ja, kleineren Auftrag, der weniger wert ist. Und wir sind ja ganz schön lange gefahren. Ich glaube, wie viel Moneten bekommen wir eigentlich? Das weiß ich gar nicht mehr. 60.000? Ein bisschen Abzug bekommen wir ja. Gute Arbeit nur, ja, wegen 1% Schaden. Was haben wir? 3.500 haben wir verloren. Ah, okay, also mit den 3.500 hätten wir 70.000 bekommen. Aber 67.000 ist auch noch gut. Ja, Level Up erreicht müssten wir haben. Das frage ich mich hier gerade. Fast sogar 2 Level, ne? Boah, krass. Na gut, sollte aber an sich alles gehen. 81 Stunden, warte. Was, 81 Stunden? Ne. Gut, jetzt machen wir, genau, sparsames Fahrweise, also Sprit sparen, weil wir ja eine Firma haben. Und dann da oben ADR danach, genau. Zeigt das mal, Dude. So, und dann düsen wir hier ab. 102.000 Euro haben wir. Also, das ist doch einiges. Dim, 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 dim. So, jetzt gucke ich nämlich in eine Stadt. Wir zoomen ran. So, und da ist Tunis. Dann setzen wir uns mal einen Wegpunkt. Das können wir ja machen. Kam ja mit irgendeinem Patch. Zack. Suchen wir uns da mal die Werkstatt auf. Ah, und da ist sogar Fahrdauer 24 Minuten. So, da ist das gar nicht. Das gute Tunis. So, hier gucke ich noch, was es gibt. Dann sind wir 52.000, 50.000. Da geht es so bis Dänemark hoch. Nice. Das ist natürlich auch das DLC-Abschnitt. War ich auch noch nie. Würde sich sogar lohnen. Dort drüben, was ist das? Portugal, da waren wir auch noch nie. Nach Evora, okay. Schon ziemlich interessante Orte, beide, ne? Könnte man eigentlich beide annehmen, wenn ich ehrlich bin. Also, wer kennt Mario-Musik nicht? Ich hoffe doch jeder. 500 Stundenkilometer dürfen wir fahren, wow. Sagt zumindest das Navi. So, schnell rüber, bevor der kommt. Das passt noch alles so, sehr schön. Und hier wieder eine 40er-Zone. 60er-Zone. Okay, hier gibt es aber Sinn. Oh, da ist ein Zug. Ab nach Tunis. Über der Brücke war er gerade. Und frag mich nicht, was hier passiert ist, aber irgendwas ist da passiert. Boah, ist das ganz schön kurvig hier. Wow. Ist ja lebensgefährlich. Kein Wunder, dass man nur 60 fahren darf. So, Tunis. Heberia, glaube ich, stand da noch. Ah, das ist übrigens der Airport. Okay, da ist das Flugzeug also gelandet. Könnte man rein theoretisch ja mal längere Zeit beobachten. Dann sieht man da wahrscheinlich die Flieger landen. Ziemlich geil gemacht. Hat zwei Flughäfen
innerhalb kürzester Zeit gesehen. War schon cool. Ach shit, irgendwas stand gerade unten im Navi, ich hab's nicht gesehen. Verdammt. Und wieder Creepy Mario Musik. Ah. So, Tunis. Sehr schön. Wahrscheinlich heißt das Welcome. Also willkommen. Halt nur in der tunesischen Sprache. Gehe ich jetzt mal von aus einfach geraten. Weil die Palmen sind einfach nice. Oh, da schon wieder der nächste Zug. Und ich muss hier rüber. Ich sehe einfach nur lauter Bettsymbole. Da kann man tanken und da ist auch noch ein Schlafsymbol. Ein Aktenkoffer, also Jobcenter. Da kann man noch Aufträge annehmen. Ist das da rechts eigentlich ein Firmengebäude, wo wir was für uns angeln könnten? Sah nicht so aus. Sah aus wie eine Tankstelle. Sah aus wie eine ganz normale Tankstelle. Ich finde das toll. Tunis hier, die Stadt ist echt mega groß. War schon nice. So, und hier rüber. Ich mag auch die Kreuzungen, die sind einfach riesig. Schaut euch das mal an. Richtig LKW-freundlich, muss man echt sagen. In Russland hatten wir ja noch, ihr wisst ja, diese halb zerstörten Gebäude. Hier sind alle schick und okay, der Polizeiwagen sieht nice aus. Schwarz-weiß. Ich feiere das Ding gerade übelst. Ah, wir sind ein bisschen zu schnell. So 50er-Zone erlaubt, aber... Okay, das feiere ich gerade übelst. Ja, natürlich steht das auf Tunesisch. Sehr geil. Was will man mehr? Da oben auch noch ein... Was ist das? So ein kleiner Mini-Zeppelin-Ballon? Zeppelin an sich ist es ja nicht wirklich. Oh, der Bus gefällt mir. Schön in weiß-grün gehalten. Passt auch wirklich zu der Gegend hier. So, wir müssen hier rüber... Oh, da steht aber viele an. So, was ist das hier? Das ist die Werkstatt mit dem LKW-Händler. Da müssen wir rein. Einmal rein hier, bitte. Haben auch den Händler gleich gefunden. Sehr gut. Scania übrigens. Ich glaube, wir hatten noch gar keinen Scania-Händler, ne? Die Optik gefällt mir gerade super gut. Und rein da. Erstmal Ausrüstung nach neuen Motor gucken. Genau, Level Up. Der gibt uns 100 PS mehr. Das ist gar nicht mal so wenig, das ist gut. Können wir nehmen. Dann wollte ich, glaube ich... Wollte ich nicht auf Wartung gehen? Nee, ich glaube nicht. Wir gucken uns mal hier ein bisschen um. Was es so gibt. Und hier werde ich jetzt einen meiner Fehler machen. Da seht ihr schon mein Fail. Ich wähle das Teil aus. Na, da sehe ich jetzt gerade... Oh geil, guck mal. Nächste Dachform kostet 63.000 Euro. Also gar nicht mal billig. Sieht aber halt schon übelst fett aus da oben. Ich glaube, die Lampen funktionieren auch wirklich dann später. Die sind nicht nur optisch da, die... geben auch wirklich später ein Licht. Jetzt habe ich das Ding ausgewählt, ihr seht schon. Und man sieht jetzt unten Gesamtpreis 71.000. So, dann gucke ich mir hier um und hier muss ich ganz ehrlich sagen, kritisiere ich das exklusiv. Ich finde das zu plastik. Ich mag das Orange am Lenker, mag ich, und auch drüben rechts, man sieht es am Sitz, da, am Beifahrersitz und an der Tür. Aber ich finde, das ganze Holz verschwindet und es ist zu viel Plastik. Schaut sich an. Das komplette Armaturenbrett ist einfach Plastikmüll. Kompletter Plastikmüll. Und hier haben wir noch wenigstens Holz. Klar, die Sitze sind jetzt nicht orange. Der Lenker hat jetzt nicht dieses Orange. Aber guck mal, da markiere ich sogar. Seht ihr? Das ist einfach nur Plastik. Ich mag zwar das am Lenker und so, aber das ist mir zu plastiklastig. Das geht gar nicht. So, dann gucke ich hier nochmal nach. Was gibt's denn da alles? Hier drinnen, habe ich hier drinnen noch irgendwas zu tun? Genau, stimmt. Wir können uns nämlich noch was für den Beifahrersitz nehmen. Eine Tasche, eine Sporttasche, also eine Traveler Bag ist okay, und ein Laptop. Da habe ich mich gefragt, was würde ich rein theoretisch mitnehmen? Und ein Laptop, klar, macht Sinn wegen YouTube und so, aber eigentlich macht eine Bag Traveler auch irgendwie mehr Sinn. Also nochmal so eine zusätzliche Tasche, wo du halt irgendwie Schnickschnack drin hast, wenn du aus dem Truck aussteigst, dann hast du eine Tasche mit irgendwie Utensilien. Ein Laptop, ja, schön und gut, aber machen wir nicht. Und jetzt habe ich den Fehler begonnen. Richtig. Ich wollte die Tasche, bin auf Bestellen gegangen. Hier sieht man es. Ich mache schon länger nichts. Hab mich so richtig einfach nur geflucht. Jetzt haben wir noch 47.000 Euro deswegen. Rip in Pepperonis. Und ja, GG halt, ne? Ich hab's halt ausgewählt, hab's halt nicht mehr weggewählt und kaufen die Tasche. Und natürlich haben wir uns dann auch das Upgrade gekauft. So, jetzt holen wir uns wenigstens unsere Lackierung wieder zurück, wenn schon dieser Fail war. An der Stelle habe ich mir jetzt überlegt, okay, nehmen wir wieder die gleiche Lackierung. Und dann dachte ich mir so, komm, wir benutzen so kein Wintermod aktuell, deswegen gucken wir uns mal um.
Schauen wir mal nach, was es noch so gibt. Der Wintermod ist jetzt, sieht besser aus, muss ich sagen, wegen den Eisbergen oben. Die kommen jetzt besser zur Geltung, aber ansonsten ist, es passt nicht zu diesem Dach, finde ich. Und dann gucke ich mich jetzt hier um. Na, schauen wir uns mal an. Oh, ist nicht bad. Oh, kann man machen, muss man nicht. Ja, das wäre so Feuerwerksthema. So, und da unten gucke ich mich jetzt um. Mir ist aber dann gleich aufgefallen, hey, die kosten 50.000. Ich habe nur 47.000. Das geht halt nicht. Ich brauche ja auch noch Geld in Reserve. Aber das gefällt mir schon. Also das ist schon übelst geil gerade. Und deswegen gehen wir wieder hoch. Gucken uns da jetzt eins an. Und ich glaube, ich entscheide mich wieder für den Wolf, oder? Der Nightwolf? Wir sind ja immer der Wolf-Truck. Genau, haben wir wieder unser Wolf-Truck. Mr. Wolf, was machen Sie? So, dann gehen wir jetzt schlafen. Wir müssen ja schlafen. Und dann müssen wir ein neues Angebot auswählen und halt natürlich unser Verlust wieder einnehmen. Ne? Also, das liegt ja auf der Hand. Da war ich dann ein bisschen so, ach, verdammt. Da war ich echt so ein bisschen deprimiert, weil wir haben echt viel Asche verloren. So, und wir fahren bei Nacht im Regen. Ja? 22 Uhr, es regnet, es ist Nacht. Erstmal Licht anmachen gleich. Während ich zurücksetze. Go, mal Licht an, Nomade. Ohne Licht geht gar nichts, genau. Muss ja sein. Scheint mich auch an. Wunderbar. Und dann rein theoretisch gibt es hier zwei verschiedene Angebote, die man auswählen kann. Genau, das mache ich jetzt. Frachtmarkt. So, Tunis. Und da haben wir zum Beispiel was für 52.000. Das bringt uns wohin? Nach Dänemark. Ja, 43.000. Da war übrigens gerade was für 98.000. Das Problem ist, das war nicht direkt in Tunis. Da müssten wir so ein bisschen fahren. Aber ich habe es natürlich gesehen für 96.000. Und wir düsen nach Dänemark. Das ist mein Ziel. Ich wollte da unbedingt jetzt mal hin. Neuer Abschnitt, außerdem gibt es am meisten Geld. Und ja, ist natürlich jetzt ärgerlich, weil 52.000 ist jetzt auch nicht die Welt, die wir bekommen werden. Naja, ein neuer Truck ist dementsprechend jetzt nicht drin. Mit der Tour, mit den 52.000 wäre eigentlich eine neue Tour drin. Naja, so nicht. Aber hier habe ich mich dann verabschiedet, an der Stelle mit der Ampel. Ne? Und dann 25 Minuten zu unserem Auftrag, ab ins Schiffchen und wieder zurück nach Europa. Und von da aus dann weiter in der nächsten Aufnahmesession, hoffentlich wieder mit eingestellten Mikrofon. Danke fürs Zusehen bis hier, Leute. Und genießt noch die paar Endscreen. Ich verabschiede mich hier. Tschüss. Verdammt, war meine Abmoderation lang. Ah, da hupen die schon, da habe ich mich drüber lustig gemacht. Boah, ich bin so gemein.